und raus aus dem Sektor. Pirate Controlled. Na, immerhin. Ich muss einfach nur schnell das Dorf finden, wo ich mich schön hoch reparieren kann. Und irgendeine arme Sau, aus dem ich mir was schnitzen kann. Sehr schön. Schön, die ein bisschen delayed. Was ist das denn? Rockfighter. So. Sehr geil. Die Lane, also die Piraten. Oh fuck, ich hab fast kein Treibstoff mehr. Bitte nicht, weil ihr keinen Treibstoff mehr habt. Scout the Sector. Sehr gut, Store. Aber der wird nicht reichen. Okay, sehr gut. Sehr geil. Especially while I'm pirate ship approach the handover. Nee. So. Und du hier wirst du mal mind controlled. Und feuer den Gleichbeam! Notch. Soll ich Notch annehmen? Ich habe genug Crewmember, tut mir leid. Vor allen Dingen Treibstoff, Junge. Ich muss dir noch einen zweiten Store geben von der Axt. Also ein Store, wo noch Treibstoff ist, meine ich. Ach, super Schild natürlich wieder. Regen. Und dann
General volle Kanne draufholzen. So. Zum Thema Heavy Armed. Einige Heavy Armed, das bin ich. Vielleicht hinten rein auch ein Shop, wer weiß. Braucht Treibstoff. Komm, scheiß drauf, Last Stand. Okay. Ich würde mir übrigens gerne helfen, ihr Schweine. Überlegen, überlegen, überlegen. Zehn Prozent mehr Evasion. Die sind insgesamt ziemlich gut. Bjorn ist natürlich optimal auf den Schilden. Repair, repair. Base. Willst du mich verarschen, oder was? Thema erledigt, sage ich dazu nur mal. Ich finde, es macht nur noch. Das kriege ich eh mir hochgepumpt. 100 kriege ich hier, also ich kriege noch 40 hier. Hier 35 auf jeden Fall hin. Nochmal 5% Evasion. Dann
Achso, die kann ich nicht one-controllen, weil es Roboter sind. Okay, die Medbay ist echt mit am verkraftbarsten. Ah, elegant ging der Rapide daneben. Ja man, schießt einfach einen Crewman tot. Ich denke mal, wir werden es trotzdem reparieren. Und tschüss. Tschüss. Das schaffe ich nicht mehr. Blastors brauchen aber keine Energie, oder? Dass sie mich jetzt in der Basis mit sich reparieren können, finde ich auch ein dicker Hund. Welche Waffen nehme ich denn? Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Konstellation. Natürlich hackt die mir die Waffen. Ach, das ist so bescheuert, echt. Die werden eh nicht zum Feuern kommen. Auf Position. Und den Gleichspiel mal drauf hier. Bringt halt nichts, ne? Das ist halt mit dem mit gehackten Waffen. Probier's jetzt mal damit noch, aber. Was willst du machen? Vier, sechs, acht, zehn Leute halt. Haben die Clone Bay oder was? Nee, haben wir eigentlich nicht. Dann versuche ich mal meine Feuerpriorität einzuändern, dass ich einfach alles auf ihre Waffen drauf holz.
Ja, verfehlt mich wieder alles. Erstmal hier weg. Falls ich da auch noch gehackt werde. Ich halte die bin schon für die generell bessere Waffe. Und ich brauche es jetzt wirklich mal in der Konfiguration. Dann brauche ich halt 5 Jahre, bis ich es erstmal geschossen habe. Ne, halte ich für die beste Variante. Und drauf. Wenn jetzt wieder die Waffen trifft, dann okay, O2 ist ätzend. Ist richtig ätzend eigentlich, muss man fairerweise sagen. Ja, so kann man nicht auch relativ einfach gewinnen. Ja, geht dann wieder irgendwann mit dem Sauerstoff? Also so sterben meine Leute ziemlich schnell. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich kann eine Crew-Position ansetzen. Das Feuer sollte nicht sehr lange brennen. Na gut, der macht jetzt gar nichts. So, zack, jetzt wird meine Crew jämmerlich sterben. Ach, das ist total lächerlich. Okay, also das Hacking ist wirklich völlig für den Arsch. Also springe ich nochmal weg. Ja, was soll's.